Damit begrüße ich Sie alle recht herzlich heute Abend hier zu unserer Buchlesung mit Dr. Julia König. Die Veranstaltung heute ist der Auftakt von einer Reihe Lesungen, die wir genannt haben, Der andere Blick. Wir, das sind Beate Brossmann, die heute noch im Urlaub ist, und ich, Beate Strelitz. Wir haben uns gedacht, nachdem im Frühjahr eine Veranstaltung mit Miros Matuszek hier so ein überwältigender Erfolg war, Buchlesungen sind das, was die Leute eigentlich haben wollen. Und wir haben uns dann umgetan und haben jetzt für das nächste halbe Jahr Autoren gefunden, die hier für uns lesen wollen. Und heute eben begrüße ich ganz herzlich Dr. Julia König. Julia wohnt seit 2011 in Leipzig. Sie ist geboren in Jena und sie hat studiert Philosophie, Religionswissenschaften und angewandte Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dort hat sie auch promoviert. Und zwar im Jahr 2021 ihren Abschluss gemacht und die Promotion, das Thema war die Körper-Geist-Beziehung im Vajrayana-Buddhismus. Das kannst du besser. Und sie hat dann im Rahmen ihrer Feldforschung zur Doktorarbeit schon über die Körper-Geist-Beziehung und Verbindung tibetische Würdenträger interviewt und ist dazu durch die ganze Welt gereist. Seit 2015 beschäftigt sie sich sehr stark oder hauptsächlich mit der Untersuchung von der Zirbeldrüse und in Verbindung mit den traditionellen medizinischen Methoden wie Ayurveda und TCM und viele weitere und Schamanismus. Und jetzt arbeitet sie als freiberufliche Beraterin für Bewusstseinsentfaltung. Und sie bietet Vorträge an, über die wahrscheinlich einige von uns sie schon kennengelernt haben, dazu Seminare und auch Begleitprogramme im Einzel- und Gruppencoaching. Und ihr Ziel ist, mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung eine Brücke zwischen der Wissenschaft und der Spiritualität zu bauen. Und damit hat sie bei mir voll ins Schwarze getroffen, denn ich bin Ingenieurwissenschaftlerin und bis vor 4,5 Jahren war für mich der Begriff Bewusstsein eigentlich nur verbunden mit Karl Marx, der gesagt hat, das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Und in gewissem Sinne hat er ja recht. Also dadurch, dass wir hier alle hier sind, sein, das hat mit unserem Bewusstsein zu tun, aber so hat er es bestimmt nicht gemeint. Doch. Gut, dann weiß ich nicht genug von Philosophie. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass heute Julia bei uns über ihr Buch Mensch oder Maschine liest. Und sie hat mitgebracht Raik Garve, der an dem Buch maßgeblich mitgearbeitet hat und heute ihr hier an der Seite steht und wahrscheinlich nicht nur heute, sondern in der ganzen Arbeit ihr begleitend zur Seite steht. Erstmal vielen herzlichen Dank, liebe Beate, für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ihr alle hier seid und mir zuhören möchtet. Wollen wir vielleicht vorab dieses mit dem organisatorischen, will denn jetzt jemand was trinken und darf jetzt etwas geholt werden, dass hier keiner durstig sitzen muss? Ihr könnt euch ruhig melden. Sind alle schon versorgt. Super. Also kann ich gewissenfrei jetzt erstmal ins Lesen kommen. Okay. Also dieses Buch Mensch oder Maschine, das ist der erste Band. Ich habe einfach beim Schreiben gemerkt, das wird ein bisschen dick, deswegen habe ich 3 Bände draus gemacht. Das basiert auf meiner schon angesprochenen Doktorarbeit über den Vajrayana-Buddhismus. Das ist die tibetisch-tantrische Tradition des esoterischen Buddhismus. Und dieses Buch, was ich mit Magna Cum Laude abgeschlossen habe, ist nicht lesbar. Also zumindest für... Das liegt sehr, sehr gut an der Universität, in der Bibliothek. Aber das ist eine Referenzschrift, enthält unheimlich viel Bewusstseinsarbeit und Wissen. Und diese Feldforschung dazu, das hat mein Leben verändert. Das hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Aber das ist einfach nicht lesbar. Mir war es ein Anliegen, ein Herzensanliegen, dass dieses Wissen, was hier drinne steckt, dass das verfügbar wird, auch für einen Menschen, der jetzt nicht gerade Philosophie studiert hat oder Religionswissenschaft oder überhaupt einen akademischen Hintergrund braucht. Weil das Wissen, das brauchen wir alle, das, die Grundlage, um glücklich zu sein, um ein bewusstes, zufriedenes Leben zu führen, um selbstbestimmt zu sein, aus der Fremdbestimmung oder die Fremdbestimmung immer mehr zu erkennen, die uns alle umgibt. Das betrifft uns alle. Das betrifft uns Erwachsene, das betrifft unsere Kinder, das ist in der Sache schon immanent liegend. Und mir war es ein Herzensanliegen, dieses Wissen irgendwie
lesbar zu machen. Bisher habe ich nur gute Rückmeldungen bekommen. Mein erster Leser, der Andreas, wo ist er da? Er hat es sofort verschlungen, hat er mir geschrieben. Also es ist sehr, sehr gut lesbar. Ja, ihr könnt euch, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, könnt euch darauf verlassen, dass ich mich mit den Fußnoten zurückgehalten habe. Aber vorweg, einige Fußnoten sind enthalten, weil dieses Werk ist auch für Menschen, die noch nicht so richtig verstanden haben oder noch nicht so richtig die Sachen hinterfragen, die eigentlich gerade laufen. Das heißt, ihr könnt dieses Buch auch gerne Menschen empfehlen oder weitergeben, die vielleicht noch nicht wissen, was die Reinigung, Aktivierung der Zirbeldrüse betrifft, was überhaupt Fremdbestimmung ausmacht und so weiter, wie wir im Außen auch manipuliert werden und so, solche Sachen, wie schnell diese Zusammenhänge auch überall sich zeigen mögen, ja, sei es durch Fernsehen und so weiter, die Medien. Und dieses Werk hat bewusst Fußnoten gesetzt, wo nachrecherchiert werden kann. Das heißt, es ist nicht einfach so aus dem Freien geschrieben, sondern schon an den richtigen Stellen darf man gerne nachrecherchieren. Bei mir ist es wichtig, ich liebe Kant, also nicht alles, was er geschrieben hat, aber habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Deswegen hinterfragt immer alles und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es mit eurem Gewissen gerade nicht vereinbaren, dann recherchiert selbst. Das ist das wichtigste Credo der jetzigen Zeit in meinen Augen. Im Buch kommt auch Kant vor. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also der Wahlspruch der Aufklärung von Kant ist aktueller denn je. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wir sind in einer Zeit, wo Lüge, Täuschung, Wahrheit, Authentizität zum Teil sehr verschoben sind und zum Teil sehr unklar ist, was macht nun eigentlich gesund, was macht krank, was ist gut, was ist eher weniger dienlich. Und deswegen ist es das Wichtigste, für mich das Herzensanliegen mit dem, was ich tue, mit meinem ganzen Wirken, Menschen daran zu erinnern, sich auf ihre eigene Wahrheit, auf ihr eigenes Spüren, ihr eigenes Sein, ihr eigenes Gewissen zu verlassen. Immer mehr wieder ihre eigene Wahrheit und Authentizität zu finden und daraus zu schöpfen und zu wissen, was soll ich jetzt tun? Wer bin ich? Oder was bin ich? Und was ist der Sinn meines Lebens? Diese ganzen Fragen kann ich eben beantworten, wenn ich mit mir selbst verbunden bin. Deswegen dieses Buch auch. Der Schwerpunkt dieses Buches ist die Zirbeldrüse. Weil genau vor einem guten Jahr habe ich ein Schweigefasten-Retreat gemacht. Das mache ich immer mal einmal im Jahr, dass ich mich 7 bis 10 Tage zurückziehe und Handy aus, kaum vorstellbar, und also schweige und dann eben auch auf Nahrung verzichte, so gut es geht. Und dann kam diese Eingebung, mach ein Transformationshandbuch Zirbeldrüse. Und so ging dieses Buch auch an den Start, Transformationshandbuch Zirbeldrüse. Und erst zum Schluss hat sich der Titel noch ein bisschen verändert. Es ist noch ein bisschen provokanter geworden. Aber inhaltlich geht es vorwiegend um die Reinigung, die Aktivierung der Zirbeldrüse und was eben passiert, wenn ich die Zirbeldrüse reinige und aktiviere. Darüber habt ihr sicherlich noch nicht so oft nachgedacht. Oder vielleicht doch. Wer hat schon mal über die Reinigung und Aktivierung der Zirbeldrüse nachgedacht? Oh, doch so viele. Super. Da brauchen wir ja heute nicht drüber zu sprechen. Nachgedacht. Und wer hat in dem Bereich schon etwas gemacht für sich? Siehst du? Okay, die lassen sich dann an einer Hand abzählen. Okay, super, super. Also das ist ein Aufruf an alle, das Buch zu lesen und vielleicht Lust zu haben, da in dem Bereich aktiv zu werden. Weil das ist ja das Spannende der jetzigen Zeit. Wir sind in einem Informationszeitalter, wir sind überflutet mit Informationen. Manchmal wissen wir gar nicht, was ist nun wahr, was ist nun falsch. Das kann man ja heutzutage mit KI und so, kann man ja Bilder manipulieren. Man weiß ja manchmal von Katastrophen schon gar nicht, sind die nur eingetreten oder war das nur die KI? Und das betrifft natürlich auch dieses ganze Feld an Informationen, was uns so berieselt. Was ist jetzt wichtig, was nicht? Und in diesem Zeitalter ist es in meinen Augen das Wichtigste, dass wir uns nicht nur berieseln lassen, sondern dass wir in die Umsetzung kommen. Das ist für mich das A und O.
Und deswegen ist in dem Buch, das habe ich noch nicht sehr oft in Büchern gesehen, sind auch immer wieder so Freiflächen, wo Menschen, wo die Leser angeregt sind, ihre Sicht darauf schon mal darzulegen, mitzuarbeiten, in die Umsetzung zu kommen, aktiv zu werden, zu schreiben, sind immer wieder Felder. Wann bist du ein wahrer Mensch? Das regt auf jeden Fall zur Diskussion an. Und ich möchte jetzt erstmal aus dem Buch einen kleinen Abschnitt vorlesen. Mensch-Maschine, was bedeutet es, Mensch zu sein? Biocomputer und das Internet von Körpern. Erst kürzlich hat der Journalist Ingomar W. Schwelz es sehr treffend bei QS24 auf den Punkt gebracht. Zitat: Wir haben die Fähigkeit zu lieben verloren. Wir sind zu Biocomputern immer mehr mutiert. Es geht darum, wieder in diese Menschlichkeit, in dieses ursprüngliche Menschsein und in die Gefühle, die es beinhaltet, auch hineinzugehen. Das ist unsere Aufgabe in der jetzigen Zeit, weil so können wir nicht weitermachen. Zitat Ende. Wir seien reizüberflutet, von Informationen überschüttet, von Angstpropaganda umgeben, gehetzt und getrieben. Nun befänden wir uns an einem Scheideweg. Wollen wir wieder in der Herzqualität leben oder wollen wir uns den Maschinen immer weiter annähern? Wollen wir wieder mehr und mehr unsere angeborenen menschlichen Eigenschaften kultivieren oder wollen wir das zulassen, was das Weltwirtschaftsforum seit Jahren diskutiert und forciert? Möchtest du, dass aus uns Menschen eine Art Internet von Körpern, IOB, Internet of Bodies im Englischen, erschaffen wird, welches über eine Metaebene überwacht, kontrolliert und manipuliert werden kann? Habt ihr von diesen Internet of Bodies schon gehört? Wem ist es bekannt? Das sind die wenigsten. Deswegen dazu die Fußnote. In der Fußnote könnt ihr auch noch weiter euch informieren. Da sind noch englische Artikel angegeben, wo nochmal, also da sind schon einige Studien, die in dem Feld laufen. Das Internet der Körper ist ein Netzwerk intelligenter Objekte, die im, am und um den menschlichen Körper platziert werden und die Kommunikation innerhalb und zwischen Körpern ermöglichen. Hier treffen die Cyber- und die biologische Welt aufeinander. Sicherheitsrisiken und Datenschutzbedenken dürfen noch geklärt werden. Und dann sind dann noch die Verweise, wo ihr da noch mehr nachlesen könnt. Das ist ein spannendes Feld der Zukunft auch. Im Briefing Paper vom Juli 2020 sind die Ziele respektive Herausforderungen des Weltwirtschaftsforums bezüglich des Internet of Body klar benannt. Dort steht geschrieben, dass die gesetzlichen und ethischen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit ein Großteil der menschlichen Körper mit Sensoren, auch emotionale, versehen werden können. Diese Sensoren sollen angebracht, implantiert oder in irgendeiner Form in den Körper eingenommen werden. Dies diene dazu, den menschlichen Körper und sein Verhalten zu überwachen, zu analysieren und sogar zu modifizieren. Weißt du, was es für dich bedeutet, wenn sogar deine Emotionen mit Sensoren überwacht und modifiziert werden können? Weißt du, was dann noch von dir übrig bleibt? Was bist du dann? Bist du dann noch ein Mensch mit freiem Willen oder hast du dann nur noch eine menschliche Hülle? Bist von außen gesteuert und erfüllst den Zweck, den andere dir geben? Ist es das, was du willst? Willst du menschlich sein, ein Mensch mit Eigenschaften wie Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, ausgestattet mit freiem Willen? Wann bist du ein wahrer Mensch? Diese Frage gebe ich jetzt zurück, würde gerne erstmal den Raik dazu fragen. Erstmal Raik, es ist total schön, dass du heute da bist, dass du hast in dem Buch ja als Interviewpartner einige Fragen für mich beantwortet und hast eigentlich auch intern in diesem Buch die ganze Zeit mitgewirkt. Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt da bist und wir gemeinsam über dieses Buch sprechen können. Und wie siehst du das zu dem, was ich jetzt vorgelesen habe? Also du meinst deine Frage, wann sind wir Mensch?
Ich habe das, glaube ich, schon mal in vielen Interviews auch gesagt. Für mich macht das Menschliche vor allen Dingen unsere Fähigkeit aus, empathisch zu sein. Also diese Herzqualität. Das heißt, wenn wir uns mit den anderen verbinden und auch fühlen können, was die anderen fühlen. Und viele Menschen können das heute aber nicht mehr, aus verschiedensten Gründen. Und aber gleichzeitig ist das die Lösung für die Probleme, die wir da draußen haben. Wenn man versteht, dass Menschen, die nicht mehr fühlen können, damit sich auch nicht mit anderen verbinden können, sich im Prinzip, das hat, glaube ich, Nietzsche mal gesagt, wie ein isoliertes Sozialatom verhalten. Und gar nicht verstehen, wie sie mit der Welt verbunden sind und dass sie auch auf diese Welt einwirken können. Und damit letztendlich auch Einfluss nehmen können. Und wenn wir diese Herzqualität nicht mehr haben oder nicht mehr kultivieren, dann ist genau das, was wir heute da draußen sehen können. Dann können Menschen gegeneinander ausgespielt werden, sie können mit der Spaltungsagenda Teile, Hetze gegeneinander beherrsche, zu Marionetten gemacht werden. Und dann kommt genau das, was du auch eingangs sagtest, die Fremdbestimmung zum Tragen. Und diese Fremdbestimmung, die sehen wir mittlerweile überall. Und das Verrückte ist, diejenigen, die diese Einflüsse auf uns ausgeübt haben, brauchen gar nicht mehr da sein. Mittlerweile ist es ein Selbstgänger. Ich nenne es deswegen auch ein System der mentalen Selbstversklavung. Und das müssen wir selbst erkennen. Und um aus der Nummer rauszukommen, müssen wir uns auf das besinnen, aus meiner Sicht, was Menschen ausmacht. Und dazu spielt diese Herzlichkeit eine ganz entscheidende Rolle, dieses Verbundenheitsgefühl. Denn das Gegenteil von Trennung und Spaltung ist Verbundenheit. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mit energetischen Strukturen des Menschen auskennt, diese Chakren. Wir haben ja verschiedene Chakren, es gibt verschiedene Systeme, aber das Grundprinzip ist ja, die unteren Chakren verbinden uns quasi mit der Erde, die oberen Chakren verbinden uns mit dem Geistigen, mit dem Himmel, aber das Herzchakra, das verbindet uns untereinander, mit uns als Menschen, aber auch mit anderen Lebewesen. Ja, und das ist aus meiner Sicht auch das, was wir unter Aufstieg jetzt sehen können. Der Sprung von hier nach hier, von Egoismus zu Altruismus. Ich nenne das auch mittlerweile das neue Wir. Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl. Ja, das ist sozusagen für mich, was wahres Menschsein ausmacht. Ich könnte jetzt noch ganz viel zu erzählen, aber das wäre immer so die Essenz davon. Dankeschön. Ja. Wie ist es mit euch? Wann ist für euch ein Mensch ein wahrer Mensch? Wenn er fühlt. Fühlt? Wenn er fühlt. Wenn er fühlt. Wenn er fühlt. Und mitfühlt. Dann ist er wahrer Mensch. Wenn er emotional erreichbar ist. Das finde ich ganz wichtig. Oder wenn man ein Lied macht. Wir sitzen zwei Musiker. Also wenn ich Musik machen kann, geht es gut. Dann erfüllt. Was ist mit euch? So viele Kriterien, wenn er wahrhaftig ist. Oder so. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die Wahrhaftigkeit. Das ist für mich Menschlichkeit. Das ist auch für mich die Sprache aus dem Herz und dem Verstand oder das mit dazu zu nehmen, sozusagen das miteinander zu verbinden, aber nicht den Ego-Verstand, sondern wirklich diesen geistigen Verstand. Das macht für mich Menschlichkeit aus. Danke. Fällt noch was ein? Wenn Ausdruck und Gefühl kongruent sind. Ausdruck und Gefühl kongruent. Wie meinst du das? Gelegentlich immer, aber dass man halt die richtigen Worte findet. Also ja, man kann es auch vereinfacht sagen, keine Maske tragen. Ne? So nicht. Ja, anders wird es ja authentisch, ne? Aber ich finde Konkurrenz noch treffender. Ne? Ja. Danke. Viele Menschen haben Emotionen und Empathie. Aber wenn Sie Tagesschau heute gucken, schlechte Bilder und schlechte Nachrichten, denen wird Angst gemacht, dann schaltet Ihr Hirn ab. Und die sind dann nur noch Emotionen und können nicht mehr realistisch denken. Das ist das, was ich beobachte. Und dann, natürlich sind junge Leute
so Antifaschisten, die kann man manipulieren und steuern. Oder dann gibt es alte Omas gegen rechts, wo der Hirn schon abgeschaltet ist. Da sind nur noch Emotionen, aber Hirn abgeschaltet durch Angst. Ja, was du ansprichst, ist ja im Prinzip dieses Thema der Traumatisierungen und das, was dann passiert ist, wenn der Mensch nur noch im Überlebensmodus funktioniert. Dass sozusagen die Vernunft ist ausgeschaltet und das Zwischenhirn, der Hirnstamm haben übernommen und da geht es dann nur noch ums Überleben und da wird nicht mehr groß nachgedacht. Aber das wird von der Propaganda genutzt. Ja, genau. Das sieht man vor der Wahl. Und nach der Wahl, also. Auch. Das ist ja. Ich finde, zum Beispiel wird auch die Frage, woher und wohin und wozu, also so eine Sinnfrage, das hat, glaube ich, kein Tier oder auch der Baum nicht, also nehme ich das mal an, dass das was typisch Menschliches ist. Der Baum weiß es. Der stellt es nicht mehr in Frage. Das ist spannend, dass du das sagst. In dem Interview mit Reik ist das tatsächlich drin. Also zum einen diese Bestandsaufnahme und zum anderen auch dieses Wohin. Das ist da schon drin, aber tatsächlich ist das auch so der Rahmen dieser drei Bände. Das ist jetzt erstmal im ersten Band, das ist so eine Darstellung des Problembewusstseins. Also wo stehen wir, was ist gerade Fakt? Im zweiten Band geht es dann darum, was kann ich im Alltag konkret tun, um noch mehr meine Menschlichkeit zu bewahren und zu leben? Und im dritten geht es um die Selbstverwirklichung. Also von der Fremdbestimmung über die Selbstbestimmung zur Selbstverwirklichung. Dieses Wohin? Wo soll es denn hingehen? Weil wir wissen immer, wie wir es nicht wollen. Aber sich wirklich mal richtig Zeit zu nehmen und klar zu sein, wie will ich es denn eigentlich? Und da auch mich reinzuleben. Diese in Resonanz zu gehen mit dem, wohin ich wirklich will und wer ich auch bin. Also das muss natürlich auch ein Einklang mit mir selbst sein. Deswegen sind die Schritte davor so wichtig. Weil seht ihr schon den Zusammenhang zwischen Zirbeldrüse, Transformationshandbuch Zirbeldrüse und dass das Buch jetzt Mensch oder Maschine heißt? Ist das euch klar? Na klar. Mhm. Also das hat nichts mit Hof zu tun. Aber das ist toll, wenn das so klar ist. Also ist das allen so klar? Ja. Schade, also da brauche ich jetzt gar nichts mehr dazu zu sagen. Da funktioniert die Zirbeldrüse noch. Das ist doch gut. Sehr gut, da funktioniert, genau, die Zirbeldrüse ist intakt. Ich mache kurz einen Zwischenruf. Gerne. Ich bin eine welche, die diese Drüse nicht kennt. Wo ist die denn? Im Bauch, im Hals, wo ist die Drüse? Dankeschön. Dankeschön für diese Frage. Also, Zirbeldrüse ist mein Spezialgebiet, habe ich mich darauf spezialisiert. Habe da letztes Jahr gefühlt 100 Vorträge überall in der Region gehalten. Manche kennen mich daher. Und die Zirbeldrüse ist eine reiskorngroße Drüse in der Form einer Zirbel und befindet sich im geometrischen Zentrum des Gehirns. Das ist die höchstliegende Drüse, wenn man jetzt in der Anatomie schaut. Und etwas tiefer ist die Hirnanhangdrüse, die ist ein bisschen tiefer gelegen. Und beide Drüsen zusammen sind eben sehr wichtig. Auch schon in früheren Kulturen, auch der ägyptischen Mythologie, werden diese zwei Drüsen als Auge des Horus auch oftmals dargestellt. Es gibt ganz tolle Bildchen, um das dann zu visualisieren. Letztlich geht es darum, dass die Zirbeldrüse einem als Tor zu einer höheren Dimensionen oder die Verbindung zum Göttlichen gefasst werden kann. So wird es oft in den buddhistischen oder allgemein in den indischen, asiatischen Religionen gefasst und auch in anderen Traditionen, im Schamanismus gibt es andere Bildnisse, aber letztlich geht es darum, dass in der Zirbeldrüse verschiedene Hormone umgewandelt werden und Neurotransmitter, Serotonin, Melatonin und Dimethyltryptamin. Und dieses DMT, Dimethyltryptamin, wird als Spirit Molecule bezeichnet, weil das so ein bewusstseinsverändertes Molekül ist. Und dieses Molekül oder dieser Neurotransmitter, den
wandeln mir in der Nacht um, das ist ganz normal. Deswegen können wir auch gut träumen und so weiter. Wenn wir träumen, dann ist das auch mit beteiligt. Und das könnt ihr aber auch im Buch nachlesen. Also es ist ein ganzes Kapitel der Zirbeldrüse gewidmet, wo ich auch mit Belegen, aber es ist gut, wie gesagt, lesbar, eben wo das erläutert wird, was die Zirbeldrüse macht und welche Funktion die hat für uns Menschen. Und der Zusammenhang zwischen der Zirbeldrüse und dem Thema Mensch und Maschine, ich möchte es trotzdem nochmal sagen, ist eben, dass mir bewusst geworden ist, also meistens ist es ja so, man lehrt das, was man selbst lernen darf. Das geht mir so, ich glaube, beim Reik ist es ähnlich. Und mir ist bewusst geworden, ich habe jetzt 2-3 Jahre mich auf die Zirbeldrüse spezialisiert und alles dazu recherchiert, also ausgehend von der Doktorarbeit. Und dann ist mir mit einmal bewusst geworden, das ist ja schön, also wenn die Zirbeldrüse gereinigt und aktiviert wird, also entkalkt wird, dann geht etwas auf, dann wird etwas durchlässig und dann stehe ich da. Und nun? Dann habe ich erstmal hier im Kopf ganz viel gemacht, was ist denn mit meinem Herzen? Und dann ist mir bewusst geworden, ich brauche ja die Herz-Hirn-Kohärenz, ich brauche ja das Herz. Ohne das Herz komme ich jetzt nicht weiter. Und dann hat sich mein Wissen erweitert, dass ich immer mehr das Herz noch mitnehme. Ich habe eine Herzmeditation entwickelt und mache eben... Ich brauche beides. Also hier oben geht es los. Ich merke, irgendwas haut nicht hin, was im Außen passiert oder wie auch immer. Ich hinterfrage Sachen. Ich kann selbst denken. Ja? Ich erwache immer mehr aus einer Fremdbestimmung und möchte in die Selbstbestimmung. Und dann ist es wichtig, das Herz mitzunehmen. Das heißt, dass ich, auf Deutsch gesagt, vor meiner Haustür kehre und meinen Keller aufräume. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich dieses Jahr spezialisiert habe, weil es nicht anders geht. Für mich ist es das Allerwichtigste, im Sinne, um zum Wohle der Menschheit zu dienen und so vielen Menschen wie möglich auf ihren Weg zu helfen, zu sich selbst zu gelangen, in ihre wahre Kraft zu gelangen. Das ist mein Auftrag. Und mir ist klar geworden, dass ich den Menschen nur helfen kann. Also die Reinigung der Zirbeldrüse ist ganz schön und dann stehen sie da, dann gehen ihre Themen auf. Weil sobald ich die Zirbeldrüse reinige, wird klar, okay, da habe ich ganz viel im Keller liegen. Oh, vor meiner Haustür, da kann auch mal sauber gemacht werden. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, die ganzen Themen aus der Kindheit, Traumaerfahrungen oder sonstige Sachen, alles, was wir so erlebt haben, das darf angeschaut werden. Wir kommen auf dem spirituellen Pfad, obwohl das spirituell, das klingt auch, das ist auch so ausgelutscht schon fast, auf dem Pfad zu mir selbst, auf dem Pfad, damit ich einfach glücklich und zufrieden lebe. Also im inneren Frieden bin, ja, das wünschen wir uns ja alles, ob nun spirituell konnotiert oder nicht. Es geht doch darum, dass wir inneren Frieden erlangen und glücklich sind, egal was im Außen passiert. Und das können wir aber nur erreichen, oder zumindest erlebe ich das so, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich auch innerlich aufräume, wenn ich meine Themen anschaue. Und dafür brauche ich mein Herz, dafür muss ich auch, dafür ist Traumaarbeit dann essentiell oder alles anzuschauen, die Resonanzen zu verändern. Im Buch ist auch ein Interview mit Cornelia Metz, da geht es um die Resonanzen. Es ist heutzutage, das ist das, wo ich sehr intensiv gerade mit Klienten arbeite, einfach die Resonanz zu verändern, auf der feinstofflichen Ebene die Resonanzen zu verändern. Und man kann es ganz viel machen, es gibt so viele Wege. NeoWake ist auch der Gründer von NeoWake, Marvin Alberg, hat auch ein Interview in dem Buch mitgegeben. Das sind so viele Wege, um dann eben immer mehr zu sich selbst zu gelangen. Und deswegen hängt das alles zusammen. Und das, was wir gerade im Außen erleben, ist eben durch die Kalzifizierung der Zirbeldrüse eine Tendenz, dass wir immer mehr zum Maschinen mutieren, zum Funktionieren, zum reinen Funktionieren, durch unsere komplette Lebensweise. Und Reik inspiriert mich da immer wieder. Letztens hat er mir... eine Frau empfohlen, ja, die sollte ich mir mal näher anschauen. Und da bin ich jetzt bei der energiebewahrenden Kleidung gelandet. Habe ich mir früher nie in den Kopf gemacht. Das sind alles so Aspekte, die da mit reinspinnen, ja, jetzt, wie wir schon durch unsere Kleidung, durch die Materialien, die wir tragen, diese ganzen Sachen, wie wir da immer mehr entfremdet werden von uns selbst und diese Erdung auch verlieren, auch das Weibliche, ganz großes Thema. Weiblich-Männlichkeit, was ist Weiblichkeit, Männlichkeit? Inwieweit ist das in der heutigen Zeit verdreht? Also das sind so viele spannende Aspekte und das gehört eben alles zusammen. Wir können natürlich nicht alles gleichzeitig machen. Wir fangen mit einer Sache an, dann gucken wir uns mal das nächste an.
Mit der Neugier fängt es an. Worauf seid ihr gerade neugierig? Welche schlauen Kräfte das sind, die das machen? Was meinst du jetzt, die Hintergründe? Ja, welche schlauen Kräfte da am Werk sind, die das mit uns machen. Mit uns? Ja, das sind ganz schlaue Kräfte am Werk, die auch die Zirbeldrüse vergreifen lassen. Dann muss ich jetzt gleich an den Reik übergehen. Ja.